Liebe Trauergemeinde, die Sie sich so zahlreich am Grabe unseres verehrten Toten, des allseits geschätzten Albert Matisse, Dr. Honoris Causa, versammelt haben. Lassen Sie mich meinen Worten einige Verse aus Psalm 90 voranstellen. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen. Soweit der Psalm. Ja, liebe Trauernde, dies beides hat sich im Leben von Albert Matisse erfüllt. Sein Leben währte über 80 Jahre. Und köstlich ist sicher auch gewesen, weil's Mühe und Arbeit war. Lieber Albert Matisse, dein Leben war aber nicht nur Mühe und Arbeit, sondern dir ist auch reichlicher Lohn beschert worden. Und magst du auch in jüngeren Jahren so mancherlei Verfehlungen und Sünden begangen haben, Berthold, was Gott allein weiß. Was soll denn das? So sagt hierzu die Schrift an anderer Stelle. Das weiß ich auch nicht, Eleanor. Wohl denen, denen Übertretungen vergeben sind, denen die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Mit dem Lohn, der ihm beschert worden ist, meine ich nicht so sehr sein so erfolgreiches Leben. Der Herr hat ihn wirklich sichtbar ausgezeichnet, als vielmehr den Lohn, den er sich selbst verschafft hat mit guten Werken. Berthold, ich will nur zwei herausstreichen, da die Zeit nicht ausreichen würde, alles es zu gibt hören. Immer so, Leute. Ich meine seine beiden hochherzigen Stiftungen, den Kirchenchor Sancta Cecilia, der hier gerade so ergreifend gesungen hat, und die wohl ausgestattete Wohn- und Betreuungsstätte für unsere älteren Mitbürger, das Albert Matisse Heim. Aufrichtiges Beileid. Mein herzliches Beileid, Frau Matisse. Verzeihung, Ihr Name? Oss. Ein Freund von Alberts. Und? Von früher her, geschäftlich. Ich ebenfalls herzliches Beileid. Lennart. Mein Beileid. Bitte. Von Ehrenstein. Wir haben Albert, Ihren Herrn Gemahl, sehr geschätzt. Obwohl wir uns jahrelang nicht mehr gesehen haben. Dürfen wir uns gelegentlich einmal bei Ihnen melden? Aber bitte. Danke. Das ist Beileid, gnädige Frau. Verzeihen Sie, gehören Sie auch zu diesem Herrn? Ja, das heißt nein. Das heißt, jedenfalls kannte auch ich Albert. Auch beruflich, gewissermaßen. Ihr Name, aber anders. Ihr Name? Schäfer, Kriminaloberater D. Kriminalkommissar. Was hat denn Albert mit einem Kriminalkommissar zu tun? Doch viele Freunde und einen großen Bekanntenkreis.
Warum sollte nicht auch ein Kriminaloberrat darunter gewesen sein? Nein, nein, nein. Beruflich. Ich hab's genau gehört. Beruflich, hat er gesagt. Und dann, wer ist das Quartett und die Namen auf der Kranzschleife? Übrigens dieselben Namen, die unter dieser merkwürdigen Todesanzeige standen. Sagst du dazu? Ja, vielleicht alte Freunde, mit denen er mal musiziert hat. Ja, früher. Ich meine, Albert liebte doch Musik sehr. Die merkwürdige Stelle in der Predigt? Mancherlei Verfehlung und Sünden. Ich habe ja Ihren Mann auch sehr geschätzt. Aber meinen Sie denn vollen Ernstes, er sei völlig ohne Sünde gewesen? Wer kann das schon von sich sagen? Ein jeder bedarf der Vergebung Gottes. Ja schon, aber was heißt beruflich? Ja, ja, aber das ist sehr lange her, an die 30 Jahre. Damals kannten Sie Albert, Herrn Mattis, noch gar nicht. Sie wissen ja erstaunlich gut Bescheid in meiner Biografie. In der Ihres Gatten, gnädige Frau, ja. Seine erstaunliche Biografie hat mich schon immer fasziniert. Man sollte sie niederschreiben. Und die Herren, Horst, Lennart und der Baron, was für ein Quartett war das? Das sollten Sie die Herren selber fragen. Leider, ich muss gehen. Es müsste schon längst. Ja, aber Sie können mich doch so nicht zurücklassen, Herr Kommissar. Wenn schon, dann Kriminaloberrat, gnädige Frau. Aber lassen Sie es doch bitte. Ich muss Sie unbedingt noch mal sprechen. Wenn Sie unbedingt wollen, bitte rufen Sie mich an. Albert Mattis, was hat es auf sich mit diesen mysteriösen Begleitumständen deiner Beerdigung? Keine Antwort, konnte ich mir denken. Dein Lächeln, wie zu Lebzeiten. Du, oh, du männliche Mona Lisa, du. Wer ist dieses Quartett? Wer ist dieser Kriminalkommissar? Nein, du antwortest nicht, ich weiß. Wie du auch früher nicht geantwortet hast, wenn ich dich gefragt habe. Aber ich werde es rauskriegen, ob es dir passt oder nicht. Jetzt kannst du nichts mehr verhindern. Was
Und? Die Olle steht am Kamin und spricht mit jemandem. Mit wem? Weiß ich doch nicht. Schnell ins Arbeitszimmer. Du bleibst, wenn die Alte kommt. Im Tresor hast du die Kombination. Im Schreibtisch. Wir müssen diese verdammte Nummer rauskriegen. Mathis? Das ist leider nicht möglich. Herr Dr. Mathis ist... Mit dem Flugzeug. Ich habe mich so auf die Schiffsreise gefreut. Lass uns erst mal ans Geld kommen. Und du wirst es auch nicht verhindern, Bruderherz, mit all deinen Ausflüchten und Lügen. Ich muss doch sehr bitten. Eleonore... Albert starb in meinen Armen. Ohne ein liebes Wort für mich. Ich hatte... Nein. Nur Zahlen. 937a, dann war's aus. Gestern, als ich den Schreibtisch durchsuchte, fand ich im Geheimfach diese Zahlen. Aber diesmal vollständig. Hier. Hab gedacht, es wäre eine Telefonnummer. Hab sofort angerufen. Und? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber der Safe ließ ich damit öffnen. Und im Safe fand ich dann das Notenblatt. Hier. Quartett 937-8191. Eleonore, hat dich dein Mann nie über seine Geschäfte informiert? Nein. Er hatte nicht gern, wenn ich ihn fragte, woher er sein Vermögen hatte. Diese Nummer hier bedeutet... Ein Konto. Ein sogenanntes Nummernkonto in der Schweiz. Schweiz? Mhm. Wir waren nie in der Schweiz. Noch einmal. Das, du wirst doch mit dem Apparat eine läppische Kontonummer herausfinden. Stell dir doch nicht so an. Ich habe nicht den geringsten Anhaltspunkt, Baron. Ist ein ganz schöner Trick. Es ist mathematisch absolut unmöglich, ohne bestimmte Vorgaben auf eine siebenstellige Zahl zu schließen. Das Geld auf dem Schweizer Nummernkonto könnt ihr vergessen. Ohne Nummer kein Geld. Da gibt es 9 Millionen verschiedene Möglichkeiten. Bitte, bitte, mach doch keine Wissenschaft daraus. Bleibt uns nur die Olle, die muss es bringen, wa? Kali, ich muss schon bitten. Frau Dr. Mathis, immer noch. Die Dame ist unsere einzige Hoffnung. Der Heinker, die Olle muss es bringen. Wir werden mit der gnädigen Frau reden müssen. Über das Quartett. Vor allem über die gebunkerte Asche. Albert? Ein Berufsverbrecher? Ja, Berufsverbrecher, das ist ja nun übertrieben. Und du hast das gewusst? Du hast die ganze Zeit gewusst, dass er ein Mann der Unterwelt ist? War, ja. Und zwar in doppeltem Sinne. Erstens, weil er nicht mehr unter uns weilt. Und zweitens, weil er ja schon lange sozusagen... seinen Abschied genommen hatte. Abschied? Ja, also ich sage jetzt sozusagen. Er war ja nicht mehr tätig. Tätig? In diesem Beruf. In diesem Beruf? Ich dachte, du wüsstest das. Man weiß doch für gewöhnlich, wen man heiratet. Er wollte einen Strich unter seine Vergangenheit ziehen. Nein. Ich habe nichts gewusst. Darf ich Sie stören, Frau Mathis? Ein Herr Schäfer möchte Sie sprechen. Soll er reinkommen? Der Kriminalkommissar. Den hast du eingeladen? Ja. Ich wollte ihn näher kennenlernen. Um meinen Mann näher kennenzulernen. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag, Herr... Kampel. Mein Bruder. Nehmen Sie den Kaffee mit uns? Ja, aber ich habe nicht viel Zeit. Frau Bachmann? Gnädige Frau. Anna soll den Kaffee bringen. Bitte. Jawohl.
Bitte, Herr Kommissar. Oh, pardon, Herr Kriminaloberrat. Sie sehen, ich hab's mir gemerkt. Darf ich Sie gleich etwas fragen? Bitte. Dass Sie meinen Mann beruflich kannten, weiß ich bereits. Ja, ja, aber... Aber welches Dezernat leiteten Sie damals? Man sagt doch Dezernat. Ja, so bezeichnet man die einzelnen Fachgebiete. Fachgebiete. Und was für ein Fachgebiet hatten Sie denn? Wie findest du diese Bezeichnung Fachgebiet? Ist Mord auch ein Fachgebiet? Ja, aber... Aber um dieses Fachgebiet handelt es sich nicht, oder? Nein. Ich leitete das Kommissariat Eigentumsdelikte gewissermaßen. Eigentumsdelikte. Anna. Ja? Decken Sie den Tisch. Entschuldigung. Sie sagten Eigentumsdelikte? Ja. Und als Leiter des Fachgebietes Eigentumsdelikte hatten Sie mit meinem Mann zu tun? Ja, aber ich wiederhole, das sind ganz alte Geschichten, längst verjährt. Die Verjährungsfrist bei schwerem Diebstahl beträgt 10 Jahre. Eben. Bitte, was heißt genau, Sie hatten mit meinem Mann zu tun? Wir führten lange Unterhaltungen miteinander, gewissermaßen. Verhöre. Das wäre der Fachausdruck. Das wäre der Fachausdruck. Als was haben Sie ihn verhört? Als Zeuge oder als Angeklagten? Gewissermaßen. Nicht als Zeugen. Anna, machen Sie den Mund zu und die Herren nehmen sicher einen Cognac. Also rundheraus, er war der Einbrecher. Ja, ich bin sicher. Aber wir konnten ihn nie überführen. Aber ich wiederhole noch einmal, Frau Matisse, das liegt viele Jahre zurück. Es gibt gar keinen Grund, sich deswegen Sorgen zu machen. Albert, den es betrifft, ihren Mann, dem macht es ja jetzt auch keine Sorgen mehr. Ich meine, man müsste das so sehen. Ich glaube, da hat Herr Schäfer recht. Albert ist tot und über einen Toten zu richten, das wäre ganz unsinnig. Außerdem, der Mörder ist Nilsi Bene. Niemand hat etwas davon. Der Lebende nicht und der Tote, dem ist es sowieso egal. Aber ich lieber... Der Kaffee. Anna? Sofort, gnädige Frau. Aber ich, lieber Bertolt, ich bin zutiefst verwirrt. Ich bin doch völlig durcheinander. Ich weiß ja gar nicht, ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Ich weiß nicht mehr, wo oben oder wo unten ist. Na, weiß sie Bescheid? Es scheint ja. Eigentumsdelikt, Diebstahl, Mord. Hat sie die Kontonummer? Weiß ich nicht. Am besten wird sein, wir bekennen Farbe. Aber unser Versprechen. Wir haben Albert versprochen zu schreiben. Versprochen? Friede seiner Asche. Wenn ich jemanden kenne, gut kenne, dann ihren Mann. Wir haben uns manches Gefecht geliefert. Danke, Gefecht? So kann man es nennen. Wir sind uns nicht schuldig geblieben an Finden und Tricks. Er versuchte, mich reinzulegen und ich versuchte, ihn aufs Kreuz zu legen. Entschuldigen Sie die Formulierung. Aber nein, sie ist doch sehr einprägsam. Sie versuchten also, ihn aufs Kreuz zu legen. Was mir nicht gelang, weil er ein überaus schlauer Hund war. Entschuldigen Sie. Aber entschuldigen Sie sich doch nicht andauernd. Ein schlauer Hund also. Das kann man wohl sagen. Er war kein einfacher Einbrecher. Keiner von den fantasielosen Türaufbrechern. Ich sagte ja schon, dass ich ihn nie überführt habe. Ums Verrecken. Sagen Sie nicht wieder Entschuldigung. Sie haben gemerkt, dass es mir auf der Zunge lag. Aber Ihr Mann, Frau Matisse, Albert, wie ich ihn ja auch längst nannte, war mir über. Wir wussten genau, was er tat, was er machte, weil er so etwas wie eine persönliche Handschrift hatte. Wenn wir zu einem Bruch gerufen wurden. Bruch? Ja, zu einem Bruch. Ach so, zu einem Einbruch. Ein Fachausdruck gewissermaßen. Ein Fachausdruck. Dann sah ich mir den Bruch etwas an und dann sagte ich, mein Freund Albert. Dann sagte er, mein Freund Albert. Ja, weil es seine Handschrift war. Und die war unverwechselbar.
Alles war präzise geplant, präzise ausgeführt, mit einem ganz außergewöhnlichen Gefühl für Ordnung. Ja, das kenne ich. Sein Gefühl für Ordnung. Gefühl ist vielleicht zu wenig gesagt. Begabung wäre das bessere Wort. Begabung? Albert pflegte in solchen Fällen immer Claudel zu zitieren. Die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Ich würde heute, im Nachhinein, diese seine Begabung eine künstlerische nennen. Eine künstlerische? Verstehe ich das recht? Er hatte eine künstlerische Begabung im Entwerfen von Einbrüchen? Ja. Er war ein Mann, für den ein Einbruch eine Gelegenheit war, seine Intelligenz zu zeigen. Na, hören Sie mal. Ich hatte natürlich auch sein Privatleben unter der Lupe, besonders sein Privatleben. Immer auf der Suche nach schwachen Punkten. Aber es war ein biederes Leben, ohne Höhepunkte. Fast ein wenig langweilig. Es floss so dahin, ohne Wirbel. Aber wenn es soweit war, dann lebte er auf. Und sein Verstand funktionierte wie ein Uhrwerk, worauf seine Komplizen sich verlassen konnten. Komplizen? Ja, die schweren Arbeiten tat doch nicht er. Er war der Spiritus Rector. Er entwarf, er schuf die Pläne, er wachte über die Ausführung. Er war der Kopf. Er war also nicht allein? Aber nein, er hat mit drei Leuten zusammengearbeitet. Die haben Sie doch auf dem Friedhof begrüßt. Erinnern Sie sich nicht mehr an den Baron von Ehrenstein. Kein richtiger natürlich. Er kam vom Heiratsschwindel her. Jetzt leitet er ein Eheanbahnungsinstitut, das Institut Fidelio. Baron Lennart Hoss Albert. Das Quartett. Das Quartett! Ja, richtig. Albert hatte natürlich einen Ruf, einen legendären Ruf, der unvergessen geblieben war bei den einschlägigen Leuten, die es sich nicht nehmen ließen, Albert die letzte Ehre zu erweisen. Also lauter Ganoven auf dem Friedhof. Die Kleinen, die einen Großen ehrten, was man ja einen moralischen Zug nennen kann, gewissermaßen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen. Ich bedanke mich für den Kaffee. Aber ich bitte Sie. Mir hat es wohl getan, ein paar Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Man hängt ja dann gewissermaßen. Frau Bachmann, ja. Bitte begleiten Sie Herrn Schäfer hinaus. Glauben Sie mir, ein pensionierter Kriminaloberrat ist gar nichts. Herr Kriminaloberrat, darf ich mich vielleicht doch noch mal bei Ihnen melden? Würde mich sehr freuen, Frau Mathis. Danke. Du hättest den Mann nicht kommen lassen sollen. Berthold, gewöhnlich weiß eine Frau, wer ihr Mann ist. Ich will wenigstens wissen, wer er war. Jetzt weißt du es ja. Er war ein sehr intelligenter, selbst von der Polizei, zu meinem Erstaunen, hoch eingeschätzter Einbrecher. Nein, Berthold, du hast nicht richtig zugehört. Hm? Er sagte, wenn Albert etwas vorhatte, wenn er zu seinen Unternehmungen aufbrach, dann lebte er auf. Er lebte auf, weil ihm dieses Leben gefiel. Das hat doch nichts mit seiner Intelligenz zu tun. Und das andere, das biedere Leben, das langweilte ihn. Das floss dahin, wie hat er gesagt? Ohne Wirbel? Ja, ohne Wirbel, träge Ach, floss sein es Leben dahin. Floss doch nicht träge dahin. Er hatte doch den Kirchenchor. Und bei dem Altersheim, da hat er sich doch echt engagiert. Ach, Berthold. Lebe ich vielleicht auch nicht? Ich brauche einen Cognac. Hast du einen Cognac? So kenne ich dich ja gar nicht. Wer kennt sich schon? Das hat gut getan. So, Bruderherz, und nun nehme ich mir die Angestellten vor. Die Olle kommt. Und
Und sagt nicht Albert, wenn er über ihn spricht, sagt Herr Dr. Mattis. Ja, ja, ja. Die Alte kann's nicht verhindern, Luise. Albert hat's uns fest zugesagt. Wenn wir nur die Kontonummer hätten. Ja. Und dann fangen wir ein neues Leben an. Herr Nagold, ich möchte gerne wissen, haben Sie die Zeitungen gelesen? Was für Zeitung? Die Todesanzeigen. Ja. Sie auch, Frau Bachmann? Ja, ich auch. Ich auch. Und die... Danke, Anna. Und die Anzeige, wir trauern um Albert Mattis, den ersten Geiger in unserem legendären Quartett? War das neu für Sie? So ganz neu nicht. Sie haben das Vorleben meines Mannes gekannt? Nun ja, ein wenig. Das heißt eigentlich ganz gut, weil... Ab und zu, wenn im Büro nichts los war, dann... Dann erzählt er uns alles. Er holte eine Flasche Whisky und dann legt er richtig los. Er erzählte so toll, dass ich immer ganz weg war. Luise. Aber Hubert, das stimmt doch. Ach. Und Sie waren immer dabei, Frau Bachmann? Ja, immer. Manchmal, nicht immer. Er holte also eine Flasche Whisky. Machen Sie doch mal. Er stellte sie auf den Tisch und sagte: Kommt her und setzt euch. Kommt her und setzt euch. Er erzählte von seinen... Oh, er erzählte immer fantastisch. Dann lebte er auf. Kann man so sagen? Aufleben? Ja, kann man sagen. Aber es waren doch Verbrechen. Das schon. Ja, hat er sie nicht wenigstens im Nachhinein bereut? Bereut? Nein, eigentlich nicht. Also dann, Kinder. Er hat einmal gesagt... Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ein andermal sagte er, der Mensch ist wahrscheinlich der geborene Verbrecher. Er hat ganz offenbar irgendetwas in sich, das ihn dazu zwingt, sich wie ein Raubtier zu benehmen. Ein Raubtier, das nachts auf Jagd geht mit einem Brecheisen. Brecheisen? Nein, nein. Das Quartett hatte ein hervorragendes Instrumentarium. Darauf legte er größten Wert. Es war immer ein feierlicher Moment, wenn er die alten Pläne hervorholte und die einzelnen Phasen erläuterte. Dann demonstrieren Sie das doch mal. Bitte? Sein Instrument wie ein Violinvirtuose. Violinvirtuose? Wie kommen Sie denn auf Violinvirtuose? Seine Sensibilität beim Entwurf eines Gesamtkunstwerkes, Frau Dr. Mattis. Introduzione. Adagio con sentimento. Geistige Sammlung durch die Repetition des Planes. Attacca, erster Satz. Allegro con brio. Start des Unternehmens, schnelle Überwindung der äußeren Hindernisse. Laut Plano. Zweiter Satz. Andantino misterioso. Vorsichtiges Anschleichen an das Objekt. Dritter Satz. Scherzo. Allegro con fuoco. Blitzartiger Aktionsablauf zur Inbesitznahme des Objektes. Vierter Satz, Finale, Perpetuum mobile, prestissimo. Spurenbeseitigung und schnellstes Verlassen des Aktionsfeldes.
nach erfolgreicher Aktion. Maestoso molto trionfale. Na, da haben Sie anscheinend im Büro vergnügte Stunden verbracht. Von allem habe ich nichts gewusst, nicht einmal etwas geahnt. Albert, Ihr Mann, Frau Mattes, er wollte es nicht. Mein Mann wollte es nicht? Er sagte, wir leben in zwei verschiedenen Welten. Meine Frau ist eine Dame und sie soll es bleiben. Eine Dame? Eine Dame, Frau Mattes, war für ihn das Höchste. Unsere silberne Hochzeit, die werde ich nun alleine feiern. 25 glückliche Jahre haben wir miteinander gelebt. Nein, nebeneinander verbracht. Ich hielt dich für den besten Menschen der Welt, aber nein, du warst es nicht. Du warst nicht der gute Mensch, für den ich dich hielt. Albert war mein Trauma. Seinetwegen habe ich mich frühzeitig pensionieren lassen. Das heißt, pensionieren lassen müssen, gewissermaßen. Müssen? Nun ja, man warf mir vor, die ganze Quartettaffäre nicht intensiv genug verfolgt zu haben. Wie gesagt, Albert war mein Trauma. Das erklärt wohl manches. Was trinken Sie? Kaffee? Was trank mein Mann eigentlich immer vor seinen Unternehmungen? Vor seinen Unternehmungen? Albert, Tee. Ich hätte gern Tee. Wie nahm er den Tee? Mit Zitrone. Sehr viel Zitrone. Er war immer der Meinung, dass Zitronensaft den Verstand schärft, gewissermaßen. Ich hätte gern Tee. Mit sehr viel Zitrone. Sie stehen doch nicht vor einer Unternehmung, Frau Mattes. Doch. Sagen Sie, gefallen Ihnen diese Bilder? Gefallen? Das ist eine Art Kapitalanlage. Oh, Kapitalanlage. Und das? Was stellt das da? Das ist ein Maczynski-Denninghof. Ich möchte von Ihnen die Adressen der Komplizen meines Mannes. Aber das bringt doch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob das den Herren recht ist, die jetzt sehr zurückgezogen leben, gewissermaßen. Aber Herr Kriminaloberrat, die Herren werden doch sicher die Witwe des Mannes empfangen, der mal Herz und Kopf des Ganzen war. Und das werden Sie sicher tun. Gut, dann rufen Sie an. Gut, ich versuch's dann mal. Nein, versuchen Sie es jetzt. Jetzt? Aber ich habe die Telefonnummern gar nicht. Aber die Herren werden doch wohl im Telefonbuch stehen. Lennart? Schäfer hier. Schäfer, du bist. Frau Mattes ist gerade bei mir. Sie will euch unbedingt kennenlernen. Was? Ja, sie will euch kennenlernen. Weißt du, das kommt uns eigentlich gar nicht so ungelegen. Kannst du den anderen Bescheid sagen? Ja gut, ich werde mit Horst und dem Baron sprechen. Na prima. Und jetzt mach wieder zu. Geht nicht.
Na, nicht mit Gewalt. Stark sind die Doofen. Gefühl musst du haben. Kalle, was machst du denn schon wieder? Du bringst dein Enkelkind noch in Deubels Küche mit deinen ollen Tricks. Mensch, du weißt doch, dass sein Vater ums Verrecken nicht ausstehen kann. Thomas, komm rüber, Fernsehen. Ja, Horst? Ach, du bist es, wie geht's? Die Frau von Albert will uns kennen, das ist ja toll, wa? Na klar, komm ich, ja. Hast du schon mit dem Baron geredet? Was du nicht sagst. Sie will von sich aus? Na, nix wie her damit, Lennart. Servus. Du mit deinem überlegenen Lächeln. Doch, Albert, deine Vergangenheit, die werde ich jetzt kennenlernen. Und ich hoffe, dass du mir an unserer silbernen Hochzeit zu meinem Erfolg gratulieren kannst. Hoffentlich vergeht dir dann dein verdammtes Lächeln. Ich glaube, die spinnt. Die Alte? Hubert. Sie spricht mit ihm. Mit wem? Albert. Mit dem Bild. Mit dem Toten. Von dem kriegt sie die Nummer bestimmt nicht. Richtig. Augenblick bitte. Wir haben jetzt 17.43 Uhr und 20 Sekunden. Die werden mich doch nicht allein lassen. Ich war schon ganz besorgt. Sind wir noch alleine? Ja, wir haben noch eine Viertelstunde für uns. Und der Baron? Der muss jeden Augenblick kommen. Ja, warum soll er sich ändern? Er kam ja immer auf den letzten Drücker. Aber er kam. Servus, Alfons. Guten Abend, Herr Baron. Na? Sind die Herren schon versammelt? Ja? Das Post ist vor einer Minute. Servus, die Herren. Guten Abend, Baron. Guten Abend, Baron. Na, was ist los? Wie schaut's hier drein? Der heutige Abend scheint nicht nach eurem Geschmack zu sein, ob ihr recht? Ja, teils, teils. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe. Wie wär's mit einem kleinen Begrüßungstrunk? Darf ich mich bedienen? Du bist hier zu Hause, das weißt du doch. Shampoos schön kühl. Sie wird Shampoos mögen, denn Albert mocht ihn auch. Und Albert war nicht der Typ, von seinen Angewohnheiten abzuheben. Natürlich hat dieser Abend seine Schwierigkeiten und seine Probleme. Wo liegen Sie? Na, du bist gut. Sie weiß jetzt, wer Alberten war und demzufolge, wer wir sind. Das ist das Problem. Und aus diesem Grund haben wir uns auch ein wenig früher versammelt. Das ist doch ganz einfach. Wir empfangen die Dame mit äußerster Höflichkeit. Plaudern, natürlich so unverbindlich wie möglich, aber in der nettesten Weise und vor allem über Albert. Denk dran, eine Witwe kennt nur ein Gesprächsthema, ihren verstorbenen Mann. Wir werden dafür sorgen, dass sie in diesem Punkt voll und ganz auf ihre Kosten kommt. Wie du das wieder sagst. Na, und alles andere? Ja, alles andere überlasst mir, ja? Ich glaube, der Wagen von Frau Dr. Mattes fährt soeben vor. Alles klar? Ja. Und noch eins, benehmt euch nicht wieder daneben. Besonders du. Denkt immer dran, wir wissen zwar nicht, was sie von uns will, dafür wissen wir genau, was wir von ihr wollen. Warten Sie, solange es auch dauert. Guten Abend, Frau Dr. Mattes. Ich darf doch kommen.
Die Herren erwarten Sie, gnädige Frau. Bitte. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Wir haben uns zwar schon auf dem Friedhof gesehen, da haben wir uns ja auch schon vorgestellt, aber Sie wussten nicht, wer wir sind. Ich darf uns also noch einmal vorstellen. Bitte. Lassen Sie mich sehen, ob ich es noch weiß. Ja, Sie sind Jakob Lennart. Richtig, gnädige Frau. Guten Abend, Herr Lennart. Guten Abend, gnädige Frau. Und Sie sind Karl Horst. Guten Abend, Herr Horst. Guten Abend, Frau Mattis. Dann sind Sie der Baron. Guten Abend, Baron. Erstaunlich. Ihr Gedächtnis, gnädige Frau. Ja, Baron von Ehrenstein und ganz zu Ihrer Verfügung. Wie wir alle. Es freut uns, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Die Gemahlin Alberts, den wir nie, nie vergessen werden. Das freut mich. Nun kenne ich zwar Ihren Namen, aber ich möchte doch gerne wissen, welche Rolle Sie damals gespielt haben. Rolle? Ja, als Mitarbeiter meines Mannes. Ich frage mich, mit welcher besonderen Begabung jeder von Ihnen am gemeinsamen Werk beteiligt war. Mit welcher besonderen Begabung? Ja. Aber liebe gnädige Frau, wollen wir denn darüber reden? Das liegt doch schon alles ein bisschen sehr lang zurück. Sie sehen drei Herren vor sich, die zwar ihre Meriten haben, aber deren Interessen sich weitgehend geändert haben. Herr Lennart ist Beamter geworden. Höherer Beamter bei der Bundesbahn. Sein Hobby sind Uhren. Herr Hoss ist Rentner. Er sammelt Schlösser. Schlösser? Hat er so viel eingebracht? Nee. So. Und was mich betrifft, ich habe es immer noch nicht aufgegeben, einsame Herzen zusammenzuführen. Ansonsten sammle ich Antiquitäten. Aber jetzt wollen wir endlich einen kleinen Begrüßungstrunk nehmen, um auf Sie, verehrte gnädige Frau, die Gemahlin unseres unvergessenen Albert, anzustoßen. Nein, Moment. Ich bitte um Entschuldigung, aber um jeden von Ihnen gebührend schätzen zu können, hätte ich doch gerne die Art seiner Tätigkeit gewusst. Bitte, Herr Lennart. Ja, nun, wenn unbedingt davon gesprochen werden muss, sag du es, Baron. Wenn Sie darauf bestehen? Ja. Also, Lennart war der Logistiker. Logistiker? Ja, derjenige, der für die Einhaltung des Fahrplans zu sorgen hat. Fahrplan? Ja, Fahrplan war ein fester Begriff bei uns. Alles war ja genau festgelegt in jener genialen Weise, für die Albert bekannt war. Und Lennart war, also bitte, jetzt kannst du aber selber sagen, was du warst. Der Fahrdienstleiter. Fahrdienstleiter? Auch ein fester Begriff bei uns. Also, wenn Sie nach seinen Fähigkeiten fragen, er hatte ein außerordentliches Gefühl für die Zeit. Man konnte ihn mitten in der Nacht wecken und fragen, wie spät es ist, und er sagte es Ihnen auf die Minute genau. Auf die Sekunde. Na, ohne natürlich auf die Uhr zu schauen. Das verstehe ich, weil das bei Ihren Unternehmungen außerordentlich wichtig war. Na, wie Sie sich wohl vorstellen können. Mhm. Jetzt wollen wir mal die Flasche öffnen. Ja. Sie mögen Champagner? Oh ja. Albert mochte Champagner. Wir tranken vor unseren Unternehmungen immer ein Glas Champagner. Bis auf Albert. Ja, Albert trank... Trank Tee mit sehr viel Zitrone, weil Zitrone den Verstand schärft. Ja, das ist richtig. Also dann, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Nochmals herzlich willkommen. Ich danke Ihnen. Nun zu Ihnen, Herr Hoss. Welche Begabung haben Sie eingebracht? Ich? Kann man nicht selber loben, wa? Was zugleich ein Charakterzug ist. Wir nannten ihn Mr. Key. Mr. Key? Das ist Englisch. Schlüssel. Weil es kein Schloss gab,
das ihm widerstand. Mhm. Er hatte einen siebenten Sinn für Verschlossenes. Er mochte Verschlossenes nicht, aus einer tiefen inneren Abneigung heraus. Und welche Begabung, Baron, führten Sie nun ins Feld? Mich selbst. Prost. 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 Na, wie soll ich Ihnen das erklären? Die Art, die ich habe. Ich bin kein Einzelgänger. Aha. Was Albert sehr zu schätzen wusste. Albert sagte einmal, hütet euch vor Einzelgängern. Denn sie machen sehr große Fehler. Leben außerhalb jeder Kommunikation. Auf die wir angewiesen sind. Auch auf große Sensibilität, die sich auf Gesamtzusammenhänge richtet. Nein, das verstehe ich nicht. Könnten Sie das nicht genauer sagen? Wenn ich helfen darf. Ja? Albert benutzte den Baron wie andere ein Fieberthermometer. Ja, Albert machte Pläne und fragte den Baron, ob alles richtig ist. Baron, ist die Sache gesund oder nicht? Aha. Und dann setzten Sie Ihre Sensibilität in Gang. Richtig? Liebe gnädige Frau, man setzt sie nicht in Gang. Sie ist vorhanden. Immer vorhanden. Wie sie bei vielen Menschen vorhanden ist, die leider noch nicht gelernt haben, damit umzugehen. Sehr schön. Nun habe ich doch einen Überblick, weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und komme dadurch auch Albert näher, den ich sehr geliebt habe. Was uns durchaus bekannt ist. Wir haben dann Albert nicht mehr oft gesehen. Anno Domini 1955 beschlossen wir, nach einem besonders gelungenen Coup, uns vorläufig nicht wiederzusehen. Die Gründe brauche ich Ihnen wohl nicht näher zu erklären, gnädige Frau. Als wir uns dann 1965 wiedersahen, zur Feier der Verjährung, Gott, war das ein gelungener Abend. Da gestand uns Albert offen und durchaus glaubhaft, dass er in Ihnen das Glück seines Lebens gefunden habe. Obwohl er mich betrogen hat. Betrogen? Sie? Das glaube ich nicht. Ja, er hat mich betrogen, indem er mir den wesentlichen Teil seines Lebens vorenthielt. Jeden Teil, den er, ja, den er am intensivsten erlebt hat. Voller Gefahren und voller Abenteuer. Voller... Sag ich was Falsches? Nein, 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 falsch ist das nicht. Wir haben so manches erlebt, das ist wahr, mit Situationen, die durchaus kitzlig waren. Kitzlig und dennoch nicht zum Lachen. Manchmal ist uns so heiß geworden. Ja, um nicht zu sagen, Sie, das war es. Zweimal sind wir sogar um unser Leben gelaufen, wa? Sei doch still. Lass die gnädige Frau ausreden. Was wollten Sie sagen? Ich wollte sagen, dass ich einen Mann verloren habe, den ich... Ich habe einen Fremden begraben. Und ich werde mich damit nicht abfinden. Aber das ist doch leider nicht mehr zu Ende. Ist es nicht zu Ende? Wir könnten Ihnen eine Menge erzählen. Ja, stopp, hätte ja noch ganze Abende verbringen. Ja, lernen Sie alle werden kennen. Auch das, was Sie noch nicht wissen. Wollen Sie das? Meine Herren, ich habe eine andere Idee. Pardon, es wäre angerichtet. Eine festliche Tafel. Auch das ist Albert. Er sagte, Freunde, wir wollen den Gefahren des Lebens nicht aus dem Wege gehen, aber auch nicht seinen Schönheiten. Die man genießt, indem man Formen einhält. Ich habe immer meine Form gehalten. Gnädige Frau. Oh, diese herrlichen Orchideen hier.
Dankeschön. Ich hoffe, dass ich mit der Zusammenstellung des Menüs Ihren Geschmack getroffen habe. Ich gebe allerdings zu, dass der Baron mich beraten hat, besonders bei der Auswahl der Weine. Ich hoffe, Sie mögen Weißwein trocken. Ja, ich mag trockene Weißwein. Und Rotwein nicht schwer? Nicht zu schwer, ist mir recht. Sagen Sie, haben Sie eine Köchin? Mein Diener ist unsere Perle. Wir haben ihn auf unsere Kosten nach Paris geschickt, um die französische Kochkunst zu erlernen, die wir zu schätzen wissen. Alfons, die Suppe. Sehr wohl. Vorhin, Sie hätten eine andere Idee, um Albert besser kennenzulernen? Besser als durch unsere Erzählungen? Ja. Ja, ich habe eine andere Idee. Wie könnte ich einen besseren Eindruck vom Leben meines Mannes bekommen? Doch nur, indem ich, naja, real nachvollziehe, was er erlebt hat. Was Sie alle erlebt haben. Meine Herren, ich... Ich möchte Teilnehmer an einer Ihrer Unternehmungen. Was wollen Sie? Teilnehmen an einem Einbruch. Sie wollen mitmachen? Bei Einbruch? Das hast du doch eben gehört. Gnädige Frau, ich glaube, ich bin der Einzige hier, der für einen ungewöhnlichen Wunsch Verständnis aufbringt. Der psychologische Hintergrund leuchtet mir ein. Ja, er weckt Bewunderung in mir. Fast bin ich geneigt, einen Toast auf Sie auszubringen, für den es höchste Zeit ist. Nein, ich habe diesen Vorschlag ganz ernst gemeint. Das ist doch Quatsch. Bitte nicht diese Worte. Liebe gnädige Frau, ich habe bereits mein Verständnis für Ihren Wunsch kundgetan. Aber ich bitte Sie, bedenken Sie, wir drei, wir haben uns zurückgezogen aus dieser Tätigkeit. Na, längst, seit Jahren. Sind seit Jahren nicht mehr vertraut mit dem Handwerk. Ja, völlig neue Technik. Und jünger sind wir auch nicht geworden. Sie sehen vor sich drei Herren im reiferen Alter, deren Interessen weitgehend auf die Annehmlichkeiten des Lebens gerichtet sind. Ich fühle mich da jung, wa? Aber die Idee verdient Applaus. Ja. Aber die Durchführung dieser Idee sind Sie mir schuldig, meine Herren. Mir und Ihrem Freund Albert. Diese Idee hat von mir total Besitz ergriffen. Aber vielleicht kann ich mich dafür revanchieren. Gehe ich fehl in der Annahme, dass die Herren Interesse für eine Zahl haben? Für eine Nummer? Für eine Telefonnummer? Gnädige Frau, dürfen wir Sie einen Augenblick allein lassen? Es widerstrebt mir zu, eine Dame an einen Tisch allein sitzen zu lassen, aber die ungewöhnliche Situation entschuldigt es. Meine Herren, kommt. Nur einen Moment. Kommt. Soll ich die Suppe warm stellen? Nein, danke. Ich lasse meine Suppe nie kalt werden. Ich habe mich nicht so gut gehalten. Ich habe mich nicht so gut gehalten.
Außerdem ist das die beste Chance, an unser Geld ranzukommen. Die Nummer, das Codewort. Ja, die Telefonnummer, von der Sie eben gesprochen haben. Na, ist der Fisch noch zu retten? Sozusagen in letzter Sekunde. Na, dann servieren's noch. Gnädige Frau, ich bitte nochmals um Entschuldigung. Sie hatten eine Beratung? Ja. Mit welchem Ergebnis? Dürften wir erst um die Telefonnummer bitten? Aber Arthur, eins nach dem anderen. Erst die Unternehmung, dann die Nummer. Gnädige Frau, Sie sollen Ihre Unternehmung bekommen. Ja, liebe Frau Mattes, jede Sünde wird vergeben, wenn man nur ehrlichen Herzens bereut. Ja, und mein Mann, Sie wussten doch auch, dass er... Ja. Allerdings. Und er bereute, ehrlich, und gelobte auch nie wieder dieser Sünde zu verfallen. Allerdings... Allerdings. Er wurde rückfällig. Vielleicht. Mein Gott, ein Mann in den besten Jahren. Da er seine guten Werke. Der Kirchenchor Santa Cecilia. Tja, wenn Sie so wollen, Frau Mattis. Er hat wieder gut gemacht. Fräulein Bachmann, als mein Mann Sie als seine Sekretärin einstellte, verstanden Sie von Stenografie und Schreibmaschine so gut wie gar nichts. Von anderen Tätigkeiten wie Buchführung, ganz zu schweigen. Ich habe mich oft nach dem Grund Ihrer Einstellung gefragt. War dieser Grund eine besondere Beziehung zwischen Ihnen und meinem Mann? Warum fragen Sie danach, jetzt? Ich habe Ihren Mann sehr gern gehabt. Und er? Er hat sie auch sehr gern gehabt? Ich hoffe es. Bei Ihnen lebte er auf. Büro Dr. Mattes? Für Sie, Frau Mattes. Ja, bitte? Ah, Baron. Gnädige Frau, das Objekt Ihrer Begierde ist gefunden. Na, das Haus für den Einbruch. Ja, wir holen Sie um 15 Uhr ab zu einer Besichtigung. Küss die Hände. Ich glaube, das wird unser größter Coup. Vorne ist es. Die Villa mit dem redgedeckten Dach. Mhm. Auch nicht eine der ärmsten. Wer wohnt denn da? Eine Art Kunsthändler. Ein gewisser Schmidt Heidenfels. Ein Mann mit einer obskuren Vergangenheit. Er hat sehr kostbare Gegenstände im Hause. Unter anderem eine sehr wertvolle Münzensammlung, bei der am Anblick jedem Einbrecher das Herz im Leibe lacht. Warum? Warum lacht jedem Einbrecher dann das Herz im Leibe? Aber gnädige Frau, leicht zu transportieren. Nur Dummköpfe geben sich mit Teppichen ab. Womit wir allerdings mal angefangen haben, wa? Wir werden jetzt ganz langsam vorbeifahren. Es wäre natürlich falsch, direkt vor dem Haus zu halten. Also gehen wir, fahren wir. Müssen wir über den spitzen Zaun? Nein, wir gehen natürlich durch das Tor. Hast du dir das Schloss angesehen? Mach ich doch mit links. Die Haustür? Hat mir links einen Nachschlüssel gemacht. Der alte Trick? Klar, als Bezirksschornsteinfeger
Hab mir gleich einen Abdruck vom Hausschlüssel gemacht. Kein Einfahrschluss. Man sieht, dass der Kerl Angst hat. Das kannst du doch nicht sagen. Ist der Hausbesitzer nicht da? Nein. Er ist für 2 Tage verreist nach Amsterdam zu einer Ausstellung seltener Münzen. Ich habe ihm eine Einladung geschickt. Was? Sie haben ihm eine Einladung geschickt? Im Namen des Präsidenten der Union Internationaler Münzfreunde. Ja, ist er denn auch abgefahren? Geflogen. Solche Leute fliegen. Hm. Können wir denn da so einfach rein? Hat der keine Alarmanlage? Die hat er natürlich auch. Aber die macht mir weniger Sorgen wie der Hund. Hund? Der ist möglicherweise abgerichtet. Abgerichtet? Kriminaloberrat, wie geht's? Herr Baron, was verschafft mir die Ehre? Guten Tag, Herr Schiffer. Herr Tag, Nicole. Das Quartett hat eine Bitte an. Das Quartett? Absoluter Wahnsinn. Wie siehst du denn aus? Anna, den Tee. Man muss beweglich sein, Bruderherz. Notfalls um sein Leben laufen. Herr Nagold, holen Sie den Geigenkasten. Den Geigenkasten? Wozu, gnädige Frau? Sie können doch damit nichts anfangen. Frau Bachmann, Ihnen gefällt mein Anzug wohl nicht, oder? Auf mich wirken Sie fremd. Hauptsache, ich kann damit rennen. Eventualitäten. Die es also möglicherweise gibt? Eventualitäten? Aber natürlich, Bruderherz. Ist das nicht ein merkwürdiger Zustand? Man macht sich die normale Welt zum Feinde und empfindet dabei einen Heidenspaß. Gnädige Frau, wenn ich mir etwas zu sagen erlauben darf. Tun Sie es nur. Wenn ich Sie sonst irgendwo hingefahren habe, so konnte ich doch wenigstens einen vergnügten Abend wünschen. Halten Sie, wir sind da. Ah, da sind Sie ja. Guten Abend. Bin ich zu spät? Keinesfalls, wir sind genau in der Zeit. Worauf warten Sie noch? Wie fühlen Sie sich? Das weiß ich nicht. Ich bin in einer ganz ungewöhnlichen Stimmung. Wissen Sie, dieser gleichmäßige Fluss meines Lebens, der ist einfach unterbrochen. Das ist ein Wirbel. Aufregend. Vielleicht war es das, was Albert damals bewogen hat, so von Zeit zu Zeit sein Leben völlig zu verändern. Meinen Sie? Bitte? Hochinteressant, was Sie da sagen, gnädige Frau. Albert und ich hatten auch eine Schwäche für solche Gespräche, was diese Herren nie verstanden haben. Das alltägliche Leben ist oft sehr fad und unerträglich. Erst wenn das Leben ungewöhnlich wird im Krieg oder anderen Notzeiten, dann erst erkennt man den Wert des alltäglichen Lebens. Darf ich deinen philosophischen Höhenflug unterbrechen? Es ist soweit. Moment, ich muss mir doch erst meine Mütze aufsetzen. Wer macht die Schlitze? Nee, Frau, wir knacken doch nicht eine Bank.
Im Fernsehen haben Sie immer Schlitze. Der Koffer ist schwerer geworden. Schwerer? Der Koffer kann doch nicht schwerer geworden sein. Er trägt sie nicht mehr so leicht. Aber möglicherweise bist du älter geworden. Und es fehlt dir an jugendlicher Kraft. Ich hab den Koffer früher nie gespürt. Wollen wir ihn zu zweit tragen? Quatsch, ich schaff den schon. Gnädige Frau, ein Moment. Das Quartett. Schwerer geworden. Wird die jetzt schon heiß? Bei ihm, der nicht so hohen Blutdruck hat. Jetzt keine Schwierigkeiten, die falschen Nummern sind. Bin schon dran, so was wurde früher auch gefragt. Bitte, darf ich zuerst? So. Oh, würden Sie mal halten? Ist eng, mir schwer. Olle mit dem Fiedelkasten. Ich wär verrückt. Entschuldigen Sie, dass wir nichts reden. Es war unter Albert nicht üblich. Wir fuhren immer stumm. Nippel gegen Nervosität. Albert sagte immer, Nervosität unterdrückt man schweigend. Darf ich mal bemerken, dass wir jetzt reden? Ich rede, weil ich eine Erklärung abgeben muss. Ja, weil das Schweigen auch nicht mehr so leicht wird wie früher. Aber bitte hört's doch auf. Ich hoffe, der Diskurs beunruhigt Sie nicht. Doch, ein wenig schon. Ich bin ziemlich nervös. Ich glaube nicht, dass mir etwas helfen kann. Weder reden noch schweigen. Es ist aus. Rien ne va plus. Warum ist sie auch nicht nachgefahren? Hast du denn immer noch nicht geschnallt, dass die Sache für uns eine Nummer zu groß ist? Licht angemacht. Alter Trick. Der Kerl hat eine Zeitschaltuhr. Ja, aber da spielt doch jemand Klavier. Hören Sie das nicht? Tonband. Achso, vielleicht ist er doch zurückgekommen aus Amsterdam. Das glaube ich nicht. Nein? Warum glaubst du denn nicht? Weil das nächste Flugzeug erst morgen früh geht. Außer er fliegt über Paris zurück, aber das ist nicht der Typ für Paris. Wieso nicht der Typ für Paris? Das sagt mir meine Sensibilität. Wie spät ist es? Stehen geblieben. Also als wir weggingen, war es kurz nach zwei. Man hat mir immer geglaubt, wenn ich gesagt habe, wenn ich gesagt habe, die Sache ist gesund. Also gehen wir raus jetzt. Zahle ist schwerer geworden. Vielleicht bist du schwerer geworden. Diese Witzchen wurden früher auch nicht gemacht. Und
Hoffentlich dauert das nicht so lange. Keine Angst, das sind Lachs für ihn. Vergessen Sie nicht, wer er ist. Mr. Key. Was hat er? Kaum nichts. Er ist schon über die Zeit, die ich berechnet hatte. Der kriegt das Schloss nicht auf. Das darf nicht wahr sein. Das hat er doch früher in 0,6 gemacht. Brecheisen? Jetzt ruiniert er noch das Tor. Das ist doch egal. Du kannst doch den Koffer dort nicht stehen lassen. Los, raus jetzt bitte. Wir fallen hier zu sehr auf. Wir gehen hinten über die Mauer. Haben Sie denn das fertig gebracht? Nee, Frau, das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Ich habe so meine Methoden. Also, kommt jetzt. Sagt das nun? Der hat sich ja noch nicht gemeldet. Wer geht denn nun? Wer hat der Koffer schon müde gemacht? Also, dann geht es zuerst. Gut, helfen Sie mir. Wie denn? Befassen Sie nur uns in Ihren Einschränkungen. Haltet mich ja, fest. Ja, schön. Ich halte oh, ich bin müde. Ich will mich doch schon federn. Endlich. Nimm mal den Schello. Gibst du jetzt zu, dass es schwerer geworden ist? Also, wenn es dir etwas bringt. Es ist schwerer geworden, ich gib's zu. Wie komme ich da runter? Einfach verlassen. Bellert, alles in Ordnung? Ich sehe gerade nach. Ist noch alles vorhanden? Jetzt Sie. Wie fühlen Sie sich? Wollen wir es lieber lassen? Na, können wir ja gar nicht. Wir können es lieber lassen. Warum? Weil der Cellokasten schon drüben ist. Bravo, so hätte Albert auch reagiert. Also, darf ich Sie unschädigt anfangen? Ja, ein Moment. Hopp, so anfassen, um festhalten. So, es geht. Bravo. So. Geige, Baron. Es hört sich an, als ob es im Keller wäre. Kann sein, dass du recht hast. Also, geh mal.
Mr. Key. Programmier dich nicht wieder. Wie fühlen Sie sich? Weiß nicht. Der Hund macht mich nervös. Es gibt natürlich immer einiges, das einen nervös macht. Es kommt jetzt ein diffiziler Moment, wo ich denke, gewisse Fingerspitzen mir viel brauche. Gib's Acht. Er schaltet jetzt den Türkontakt aus. Ja, aber wie denn? Na, du hier einen Metallstreifen. Übrigens auch an den Erfindung von Albert. Verborgen sein. Bei mir zu Hause ist ein Garderobenschrank. So? Na, vielleicht ist er auch hier drin. Ich sehe das. Moment, Moment! Wenn der Alarm losgeht, nichts wie weg! Was, schon wieder über die Mauer? Nein! Ja, so schnell und hoch wie alte Hasen nur springen können. So. Vorsicht! Ein Moment! Vorsicht, Fingerabdrücke! Also, es geht los. Ja, Vorsicht! Ganz ruhig, mit Gefühl. So, so ein bisschen. Nein! Freunde, wir haben es wieder einmal geschafft. Geschafft? Aber wie? Wieso wie? Mit Aaron K. Ich muss erst noch meine Tabletten nehmen. Was sind für Tabletten? Vor mein Herz und vor meinem Magen. Ach, könnte ich auch eine kriegen? Was, Sie auch? Auch ich habe ein Herz und einen Magen. Schnell! Wir haben nicht viel Zeit. Der Mann eingerichtet. Was sagt ihr? Nicht schlecht. Was heißt nicht schlecht? Der Mann hat einen exquisiten Geschmack. Man sieht, dass er jahrelang liebevoll gesammelt hat. Was sagen Sie, gnädige Frau? Weiß nicht. Bin zum ersten Mal in einer privaten Umgebung, in die ich nicht eingeladen wurde. Und das macht Ihnen Kopfschmerzen? Kopfschmerz? Nein. Ich frage mich nur, was Albert dabei empfunden hat. Albert? Albert war ganz vergnügt, wenn man erst mal drinnen war. Wenn man die äußeren Schwierigkeiten überwunden hat. Wirklich vergnügt? So schien es jedenfalls. Man sah sich dann immer um und sagte, mal sehen, was die Leute hier zu trinken haben. Ja. Könnte es nicht sein, dass er eher traurig war? Wieso traurig? Weil ich, na ja, um mal von mir zu reden, ich war wahnsinnig aufgeregt vor dieser Unternehmung. Ja, so eine gefühlte Erwartung. Was haben Sie erwartet? Eine Art Triumph. Und? Jetzt? Gar nichts. Ich bin traurig. Deprimiert. Leer. Könnte ich einen Schnaps haben? Natürlich.
Whisky. Sie sind verhaftet. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. 33 Jahre, dass ich das noch erleben durfte. Zu spät. Denkst du? Spinnt der? Ich verbitte mir den Tod. Abführen, Handschellen, die Dame nach Waffen durchsuchen. Ausweis. Nicht legitimiert. Hausfriedensbruch. Verlassen Sie sofort das Haus, Herr Kriminaloberrat AD. AD! Hausfriedensbruch. Ist kostbar, ich du, Baron, vergiss nicht. Jetzt geht's ums Ganze. Sitz. Ihr Hund, Baron. Und Ihr Haus. Wir sind also in Ihr Haus eingebrochen. Sie wollten es doch unbedingt. Wir sind auf keine andere Lösung gekommen. Quartett 9, 3, 7, 8, 1, 9, 1. Moment, meine Herren, Moment. Vielleicht ist das gar nicht die richtige Nummer. War doch auch kein richtiger Einbruch. Meine Herren, Sie können ruhig in die Schweiz fahren. Es ist die richtige Nummer. Ich spiele mit offenen Karten. Du lächelst immer noch, Albert. Du triumphierst? Hast dich zu früh gefreut, Albert. Quartett. Geheimnummer. Habe ich alles rausbekommen. Das hast du mir nie zugetraut. Nicht? Prost, Albert. Wo auch immer du sein magst, Prost, leb wohl. Oder vielleicht auf Wiedersehen. Und Dank, dass du an uns alle gedacht hast. Prost. Und dass du uns nicht beschissen hast. Prost.